Hey Leute, willkommen zurück zum Monster Hunter World. Heute bin ich mal wieder alleine, der Matty ist nicht mit dabei. Ich habe hier die Samurai-Rüstung, das ist eine Dekor-Rüstung, die gibt es als kostenpflichtigen DLC. Da habe ich freundlicherweise noch zur Verfügung gestellt bekommen. Ich habe gar nicht gesehen, dass ich da noch so einen Code hatte. Habe ich jetzt eingegeben. Jetzt habe ich die Rüstung. Geil, ne? Gut, dich zu sehen. Super, die fünfte Flotte, sie kommt wie gerufen. Momentan forschen wir von der Vermessungs- und Einfanggruppe, auch bekannt als die Draufgänger, das Verhalten der Kuluyaku. Wir hoffen, ein lebendes Exemplar zu fangen, die Spähkäfer an seine Besonderheiten zu gewöhnen und es dann freizulassen. So können wir das Monster verfolgen und seine Lebensweise beobachten. Nichts auf der Welt wünsche ich mir momentan mehr. Darum habe ich auch beschlossen, die Fünfte um Hilfe zu bitten. Ich möchte, dass du diesen Fangeinsatz für uns durchführst. Viel Glück! Die Quest heißt Schnapp den Schnapper. Wir wissen jegliche Hilfe von deiner Seite zu schätzen. Ah, fang an, Kuluyaku. Das haben wir schon gemacht, der Matty und ich. Ich habe jetzt leider auch nur ein Video von uns beiden reingepackt, weil wir haben echt viel zusammen gespielt. So gute 4 Stunden. Nicht jetzt, na gut, sagen wir mal 3 Stunden im Livestream, aber vieles davon war halt nur so ein bisschen Geplänkel und rumrennen und ja, Sachen machen. Nichts wirklich Großartiges, denn wir haben uns geeinigt darauf, dass die Quests, die hier diese tollen Fantasy-Sequenzen beinhalten, die möchten wir dann doch erst alleine jeweils für uns und dann spielen wir es nochmal zusammen nach. Bin ich eigentlich einen ganz guten Deal soweit? Ich schau gerade mal. Okay, die Wildturm-Ödnis, das ist aber extra ein kleineres Gebiet, oder wie? Kommt mir auf jeden Fall ziemlich klein vor hier alles. Event-Quest, haben wir da noch was? Nein, leider kann ich die immer noch nicht machen. 8 Leben zu wenig, das könnte ich dann eventuell. Oh, guck mal, da ist was Neues. Ein neuer Gegner. Auf jeden Fall erstmal unheimliche Schatten im Sumpf. Ein junger Gelehrter wurde in der Wildturm-Ödnis von seiner Eskorte getrennt. Finde ihn und bring ihn zurück zur Basis. Schalte große Monster aus, die eine Bedrohung darstellen. Ja bitte, mach ich alleine? So. Ja bitte, auch das. So, hier ist so schnell was futtern. Und dann. So, cool auch für die Info. Danke, dass ich in Kisten meine Waffen vorher noch ändern kann. Und ganz viele Sachen. Ich habe schon gesagt. Vorher, wenn ich das spiele, denke ich mir immer so, ja, okay, alles gut, ich habe es gerafft. Und danach, nachdem ich dann ein Part aufgenommen habe, weiß ich, dass ich jetzt wieder fast alles falsch gemacht habe. Zumindest für mein Empfinden. Bin ich ein bisschen ätzend. Aber ich denke mal, das wird noch. Noch mal Angriff hoch. Ja, komm. Oh Gott, ich krieg immer wieder Hunger, wenn ich das sehe, was die da schönes zaubern. Oh Gott, ist das lecker. Ah, oh, Fisch! Da liegt ein Blättchen drauf. Das ist die Arbeit des Chefkochs. Der Chefkatze war nicht. No. Oh. Ausdauer hoch, Angriff hoch. Das ist gut. Ja, und ich kann natürlich auch noch in der Kiste im Lager meine Waffen ändern. Auch das habe ich jetzt erst gelernt. Aber ich will es trotzdem mal hier machen. Und zwar nehme ich mal. Was nehmen wir denn jetzt? Wie ist denn den Bogen? Ich habe mich so ein bisschen in den Bogen verliebt, Leute. So ein bisschen, ne? Ein bisschen. Aber ich behalte mal das Knochenschurhotel, oder? Nee, das habe ich noch nicht abgegradet. Das können wir nicht machen. Warte. Nehme mal den Jägerbogen. Obwohl, hier habe ich schon 15 Affinität. Oh, da habe ich Schlaf und Explosion schon drauf. Ja, cool, dann nehmen wir das. Aber da muss ich noch ganz kurz an meine Kiste. Nee, nicht verkaufen. Ah, ich habe schon hier ein paar. Das ist halt nicht viel, aber was brauche ich immer für die Explosionsbeschichtung? Ich weiß es nicht mehr, aber Explosion ist halt super geil. So, jetzt bin ich der Samurai mit Bogen. Also Explosionen sind super geil, habe ich gemerkt. Das stackt halt so ein bisschen, aber wenn man dann einfach mal so einen Effekt hat, dann macht man direkt 100 Schaden mit so einem Pfeil. Das ist der Wahnsinn. Leider kann ich jetzt mit dem Bogen auch nicht abtrennen. Das kann ich dann nur mit der Armbrust wieder. Mit der fetten Armbrust am besten. Aber diese Abtrennen. Also man muss halt wirklich viel farmen, habe ich den Eindruck, für diese ganzen Pfeile. Okay, suchen wir den Gelehrten. Er muss eine Spur hinterlassen haben. Oh ja. Aber ich finde das aber cool hier mit dem Licht, das man vor sich hat. Das sieht man hier sehr schön. Guck mal. Die Lampe, die ich hier bei mir trage, diese klitzekleine. Das leuchtet immens. Also es ist sehr dunkel gerade hier. Es ist so ein bisschen dämmerig. Wie gesagt, ich hoffe jetzt auch die Farbe passt. Also ich habe es extra ein bisschen dunkler gemacht, dass es halt nicht so überstrahlt, weil das ist immer noch so ein Ding des Spiels. Oh, Feldforschung Flora. Das ist halt immer noch leider viel zu hell, finde ich. Und ich kann nichts daran ändern, so wirklich. Oh nein, wollte ich gar nicht.
Ja, hat das falsche Regenmenü. Hey Ziege! Oh, ist das eine Spur? Ah! Aha, das muss sie! Das muss sie sein, die Spur des Wildexperten. Ja, zwei Ameisen. Okidoki, wo ist er denn hin? Pilze Purche. Ja, so ein bisschen Forschungspunkte sind immer nicht. Sind nie verkehrt, aber ich freue mich halt auch, für was ich die im Endeffekt brauchen werde. Ach guck mal, der ist hier runter zum Fluss, ja. Das war's schon. Hm, das ist auf jeden Fall die Spur des Gelehrten. Oh was? Da oben hin ist er. Nee. Sicher? Okay, dann gehe ich gleich wieder hoch. Ich wollte die Pflanze hier noch haben, bitte. Ach guck mal, das ist ein Paliko. Ja! Palikochen, kommst du mit? Oh, Pilze gibt's auch noch. Den Pilz. Sehr gut. Habe ich auch in der Forschung. Ich wollte gerade sagen. Ach, guck mal, der Kleine. Hihi. Top Auswahl, Paliko. Ach Gott, sind die süß. Ach Leute, mittlerweile, wie gesagt, ich finde mich ganz gut rein. Und natürlich habe ich immer wieder Experten an der Seite. Also euch jetzt. Wink, wink. Kommentare schreiben, Kommentare schreiben, Kommentare schreiben. Die mir natürlich immer so ein bisschen auf die Sprünge helfen. Finde ich sehr gut. Dankeschön. Dankeschön. Denn nur dadurch kann man lernen und besser werden. Ich habe schon was gesehen hier. Oh, Honig zum Beispiel. Ich brauche so viel Honig. Man braucht für jeden Quatsch Honig. Das ist unglaublich. Und, ja. Ja, wie gesagt, die Rüstung, die Samurai-Rüstung, das ist halt wirklich nur eine Punk-Rüstung. Also die bringt keine Werte mit sich, leider. Ich habe schon gedacht, das ist ein Wert. Weil ich habe schon gedacht, wow, neue Rüstung, geil. Und dann war es doch nur, naja. Das nur. Das reicht ja auch. Das ist ja optisch. Und ich finde... Sekunde. Oh, Entschuldigung, ich muss gerade mal niesen. Ich hoffe, ich habe es gemutet. das ist ja immer so eine Sache. Kosmetische Items. Voll okay. Aber ich finde, man sollte nicht irgendwie Geld ausgeben können. Oder sollen, müssen, um hier bessere Ausrüstung generell zu bekommen. Weil das ist immer so ein bisschen... Es ist halt auch schon Multiplayer, aber es ist mehr so Singleplayer. Aber deswegen ist es... Eigentlich soll es auch kein Pay-to-Win sein, natürlich. Was ja Quatsch ist. Wenn man es für sich spielt... Hallo? Da. Oh, Kraut, habe ich auch keine mehr. Und wo braucht ihr so viel Zeug, ne? Also ich verbrauche ja so viel Zeug. So Stufe? Ne, immer noch keine Stufe hoch. Hier ist auch wieder was. Ne. Dachte schon. Huh? Was? Moment mal, was ist das da? Da liegt was. Warte, warte! Was ist mit den Spähkäfern los? Die sind blau. Habt ihr gesoffen? Abgespaltene Dornen? Oh oh. Hm. Oh oh. Das könnte irgendein neues Vieh sein, hä? Oh, das sind Götterkäfer, die brauche ich auch ganz oft jetzt. Ja. Ein Buch? Oha. Muss man dran riechen, ne? Ich wollte gerade sagen, kann ich etwas Spuren im Wasser lesen? Das wäre ein bisschen sehr seltsam, oder? Das ist noch mehr Stachel. Oh, diese fiesen Fische hier. Ist da irgendwo der coole Jakku? Ich höre da so komische Geräusche. Hört sich nach coole Jakku an, alles so ein bisschen verspielt. Eine Eisenhelmkrabbe, ein Krustentier, das im Schlamm lebt. Transportiert oft harte Objekte und lässt Stechkapseln fallen. Alles klar. Oh. Aber auf das Vieh, was da rumläuft, habe ich jetzt auch nicht so Lust. Außer es ist ein Barot, den habe ich ja schon besiegt. Na, einer kommt mit. Eine Omenfliege, die andere darf bleiben. Ist es überhaupt vonnöten, dass man hier so viele Objekte sammelt?
Also ich meine jetzt auch hier Tiere, die Heilung soll ich die Forschung geben? Oh, da ist er lang gegangen. Ich habe schon gedacht, ich hätte ihn verloren. Wo sind wir denn da gestolpert? Der Anblick lässt mir das Blut in den Adern gefrieren. Weil diese Stacheln, ich frag mich auch, was das sein soll. Die Karte kenne ich halt noch nicht sehr gut. Ist das der Gelehrte? Woneben sitzt er da? Sieht aus wie ein... ein Barot? Ja, oder irgendwas anderes Ekliges. Vielleicht ein Riesenhaufen Dung? Wer weiß. Oh, Reizpilze brauche ich auch sehr oft. Er darf mich nicht finden. Er darf mich nicht finden. Ich habe ihn gesehen. Nein, der Juratodus, der hat den Barot nicht getötet, das war... Da hat so ein Käfer am Unterbauch. Ah, der Juratodus. Neues Ziel. Jage den Juratodus. Ist er denn verwundbar? Sei vorsichtig. Er hat keine verwundbare Stelle irgendwie. Oder Flossen auch nicht. Oh nein, ich hab die Schlafseuche. Warum müssen die alle hier mit diesem komischen Schlamm arbeiten? Nein. Hätte ich das eigentlich... Hätte das so zielen? Hätte das so richtig auf ihn zielen? Aha! Das ist ein Schleuderdorn, was ist das denn? Die Dornenkapsel ist eine mächtige Schleudermunition. Greife dort an, wo sie feststeckt, um Stunden Schaden zu verursachen. Dankeschön für die Info. Ich frage mich, ob dieser Käfer dran gehangen hat, dieser Parasit an ihm, oder? Kann ich das eigentlich bewegen? Ich
kann ich denn den Ort vor der Steinschlacht überhaupt bewegen? Frage ich mich. Mit L2. Oh Gott, ich muss L2 ja noch dazu drücken. Ich bin so dödel. Steht ja auch dabei, ne? Ich sehe diesen Parasiten gar nicht mehr an ihm. Aber was auch immer das war. Ein bisschen klebrigen Schlamm holen, während er noch am Kämpfen ist mit mir. Oh, der haut ab. Na, sowas. Boah, das Vieh. Ist schon klar. Guck mal, das kann ich einfach mal durch diesen niedrigen Matsch da durchrobben. Als ob diese fiese, fette Bestie. Ist ja viel zu groß dafür. So, was ist da hin? Ist er das? Vielleicht mit ein bisschen Wassermoos das Wasser hier beseitigen, was er immer an sich hat. Also diesen Matsch meine ich. Wasser beseitigen, genau. Oh, ist voll. So. Oh, Kake. Zusammen, ihr beiden. Wow. Wow. Alter, entwickelt sich darum wie eine Schlange. Oh, ist das heftig. Soll ich mich mal mit einmischen? Götterkäfer. Mehr oder viel. Was ist denn da? Oh, das ist wieder ganz viel Matsch, ha? Die haben sich gegenseitig was abgefetzt. Sehr gut, eine Schuppe. Gib mir die Schuppe. Muss ich mich auch genau vor ihn stellen. Ne?
nein, die schon wieder in den Matsch. Das ist ein ziemlich ekelhafter Gegner, finde ich. Also nicht gerade schwer, aber ziemlich doof einfach. Denn? Okay, das Vieh ist einfach nur doof. Das rennt die ganze Zeit nur immer wie auf der Stelle von mir weg, so ein bisschen, aber. Oha. Ja, ja, ich weiß, der hat mich jetzt getroffen, aber ich wollte es mal probieren, ob ich hier ganz kurz die Dinger plündern kann, weil die habe ich noch nicht. Ja, Pseros. Dankeschön. Aha, die haben Fleisch dabei, gut. Das heißt von deinen Freunden, hä? Huh? Oder vielleicht jemand von deiner Familie? Was hat er denn hin jetzt? Warte. Ich hab da ein bisschen geplündert. Es tut mir leid. Ich wollte dich nicht ignorieren. Das ist nicht meine Absicht. Die ganze Matsch, die da hinterlässt. Okay, die geht. Oh, Machtsamen sind auch sehr gut. Ja, hey, schon wieder ab hier. Guck mal. Ganz bis ans Ende seines Lagers mal wieder. Oh, sind neue Pilze da. Gut. Gut, gut, gut. Aber ich habe schon auf Maximum. Den Herodotus. Oh, Eisenhelmkrabbe. Alles klar. Die haben die Stechkapseln dabei. Ja, ja. Schlägt mal weg jetzt! Oh. Danke für die Wespe! Dieses Vieh wird gerade ein bisschen anstrengend. Ist das Teil. Was hat sie gesagt? Wieder was gebrochen. Wie viel kann ich denn eigentlich noch abbrechen? Ich finde das ein bisschen krass. Oh, warte mal.
noch Schleuderdornen. Oh. Yeah. Genüsslich ein Tränkchen. Ja. Jetzt bist du im Gesicht. Aha. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass mit diesen Dornen etwas absolut nicht stimmt. So viel Zeit muss sein. Da kommen die Fische. Was machen die da? Die fressen den Schlamm? Ich weiß nicht. Ziemlich eklig. Ah, sehr cool. Gibt's hier Ratotos Zeug. Panzer. Schuppe. Und noch mehr, komm. Schuppe. Das war's. Ja, was Schönes für mich. Oh, kleine Monster töten habe ich auch noch. Ein Gajau. Blitz. Das wird eh nichts mehr. Okay. Quest erfüllt. Das war jetzt echt nur für das Vieh? Ich dachte schon, das ist, hat sich jetzt gar nicht so pompös angekündigt, aber es ist auch ziemlich cool. Oh, das war ein geiles Bild, oder? Juradotus Schuppe. Aquabeutel. Ich brauche Giftbeutel übrigens immer noch. Ich brauche immer noch Giftbeutel. Aber vom Poké Poké habe ich die nicht bekommen, leider. Keine Ahnung. Vitalitätsstation gelernt. Vitalitätswespenstation. Aha. Das finde ich ja geil. Also die Vitalitätswespen, die schleppt ja immer mein kleiner Palico an. Jetzt ist nur die Frage, soll ich den mal vielleicht wechseln? Oder ich habe zumindest noch nichts anderes gehabt jetzt als Auswahlmöglichkeit. Außer die Vitalitätswespen. Aber ich finde die schon super praktisch, weil wenn wir verletzt sind, holt er die raus und heilt uns damit. Das ist ziemlich gut. Kommt alle her. Wir können sofort beginnen. Dank euch wissen wir jetzt mehr über die Spuren, die überall auf dem Kontinent aufgetaucht sind. Unsere Forscher haben Prognosen erstellt, die uns aufzeigen, wohin der Sora Magdaros als nächstes geht. Er hat Kurs auf die große Schlucht genommen. Das ist schön. Die große Schlucht? Das große Tal hinter dem Wildturm? Korrekt. Daher habe ich einen Vorschlag für euch. Wir sollten versuchen, den Sora dort einzufangen. Sind Sie verrückt geworden? Einfangen? Lasst mich ausreden. Das Terrain der Schlucht eignet sich perfekt dafür. Eine bessere Chance werden wir nicht bekommen. Wenn wir diese Chance nicht nutzen, müssen wir vielleicht 10 Jahre auf eine neue warten. Womöglich länger. Ist es überhaupt möglich? Und wenn nicht, würde dich das aufhalten? Probieren wir es aus. Mit der Unterstützung der Fünften haben wir die besten Chancen. Dann ist es beschlossene Sache. Bevor wir Jäger zum Fangen losschicken, müssen wir zuerst Astera sichern. Ein Anjana zeigt Aktivitäten in der Nähe. Mit so einem Monster spielt man nicht. Wir brauchen einen Plan. Du hast recht. Jäger, hier ist eure nächste Aufgabe. Kümmert euch um diesen Anjana. Oh, endlich. Aber seid vorsichtig. Der Anjana ist ein furchterregendes Monster. Ein Fehler und ihr seid Futter. Kommandant, darf ich? Ich glaube, ich habe eine gute Idee. Jäger, ich könnte deine Hilfe brauchen. Besuche mich später, okay? Noch etwas. Dieser beunruhigende Bericht, den wir erhalten haben, meinst du, du könntest... Ja. Okay. Der sieht ja schon mal böse aus. Sehr gut. Machen wir uns an die Arbeit. Wir müssen einen Drachenältesten fangen. Da bin ich doch dabei. Hm,
Alles klar, Leute, Anjanat ist als nächstes dran. Anhören, was der Chefbotaniker zu sagen hat, bevor wir loslegen. Geil, ich freue mich schon, aber ich gebe erstmal ganz kurz die Ressourcenquests ab. Leute, das reicht doch auch schon wieder. Wow. Wir haben ein Vieh besiegt und das ist doch ganz genau das, was wir hier machen müssen. Und deswegen Mission erfolgreich, würde ich mal behaupten. Danke fürs Zusehen, Leute. Danke fürs Bewerten des Videos. Und schreibt mir gerne weiter Tipps. Ich lese die und versuche sie umzusetzen. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.